Neben mir Daniel Kimmling. Und Daniel Kimmling hat einiges auf dem Herzen. Daniel, du wolltest gerne bei uns einiges loswerden. Also ohne viel Umschweife gebe ich dir jetzt das Wort. Jawohl. Erstmal hallo. In letzter Zeit gab es ziemlich viel Gerede über gewisse Shootingstars im MMA. Ganz besonders Fabian Löfke, dass gewisse Leute, die mit 3 oder 4 Kämpfen jetzt so als die neue Garde im deutschen MMA gehypt werden und dabei Leute wie ich, die schon 11 Kämpfe haben, einfach komplett unter den Tisch fallen und für keine großen Kämpfe rangezogen werden. Zuerst wollte ich Fabian auch für einen Kampf herausfordern. Er kämpft jetzt 84, ich kämpfe jetzt 77 Kilo. Findet somit leider nicht statt, aber generell Kampfansage an Veranstalter und Kämpfer bis 77 Kilo. Hier bin ich, nehmt mich, ich kann mich empfehlen. Also wie gesagt, du hast, sagen wir mal, auf gut Deutsch ein bisschen die Schnauze voll, dass du ein bisschen übergangen wirst. Hast du das Gefühl, ist das so richtig bei mir angekommen, dass du das Gefühl hast und willst auch deshalb dieses Statement hier raushauen, ja? Genau so sieht's aus. Ich habe jetzt wirklich 11 Kämpfe gemacht, meine Amateurkämpfe, Semi-Pro und Pro-Kämpfe mitgezählt. Ich habe in Holland gekämpft, in Luxemburg, auf Respekt, bei unserer Kiru und trotzdem werde ich trotzdem immer noch irgendwie runterfallen gelassen. Ja, also ich glaube, ihr habt das jetzt alle gehört. Also klare Kampfansage von Daniel Kimmling, also bis 77 Kilo. Veranstalter, alle Kämpfer, das geht glaube ich generell raus an jeden, ja? Generell rauf an jeden, bis 77 Kilo. Also wer Bock hat, den Daniel herauszufordern, der hat jetzt alle herausgefordert. Dann meldet euch beim Daniel. Vielen herzlichen Dank, Daniel, dass du die Zeit genommen hast. Möchtest du noch irgendjemand grüßen, ein paar Worte noch loswerden? Natürlich, zuerst mal Phantom für den Support, Ground & Pound, Ground & Pound TV, eure ganzen Crew. Und noch eine kleine Sage. Hallo. Einen Moment, ich muss gerade mal. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meiner Freundin bedanken, die mich immer unterstützt bei meinem ganzen Sport und alles. Sie weiß, dass ich viel Zeit dafür aufwende und dafür Leute, auch raus an alle Kämpfer, vernachlässigt nicht eure Freunde oder eure Familie. Das, denke ich, ist ein perfektes Schlusswort, da kann man sich einfach nur anschließen. Und wenn ihr weiter gute Interviews sehen wollt, kommt auf www.gnp-tv.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank dir für die tolle Stellungnahme.